Hallo zusammen, es ist Montag, der 26. Oktober. Wir haben 17.40 Uhr, die Börse ist aus. In diesem kleinen Clip geht es nicht um SAP, das hatte ich mir auch überlegt, aber nein, hier geht es um Allianz, denn das ist auch eine ganz besonders spannende Situation momentan. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypo Vereinsbank One Markets. Vor euch liegt der 5-Jahres-Chart. Es ist schon, ich gucke nicht so oft auf den 5-Jahres-Chart, gebe ich zu. Aber das ist schon heftig hier. Diese ganze Arbeit, die gemacht wurde seit 2016, mehr oder weniger in 4 Wochen zunichte gemacht. Dann kommt eine wunderschöne Erholung, auf die gehe ich jetzt gleich ein. Deswegen, ich ziehe den Chart hier mal ein bisschen näher ran. Von dieser Bewegung, die wir hatten bei rund 230, gab es also eine fette Blutgrätsche. Im Februar runter bis 120. Und da hat sich die Allianz wirklich schön erholt. Immer mal wieder den Kontakt gesucht zur 200-Tage-Linie. Bisher hat sie es nicht geschafft. Die liegt momentan bei 179. So, und ich habe es jetzt mal so gemacht, dass ich diese Fibo-Zahlen angelegt habe von dieser Bewegung hier. Also von Mitte März hoch bis zum Hoch, was wir bisher hatten, bei Anfang Juni. Und da hat der Wert dann erstmal runter bis zum 38er Retracement korrigiert. Und ist jetzt momentan in der Nähe des 50ers oder liegt zwischen dem 38er und dem 50er. Das heißt, soweit ist noch alles in Ordnung. Aber hier kommt die Geschichte, die echt spannend ist in den nächsten Tagen. Nach meinen Unterlagen wird die Allianz am 6.11. ihre Quartalszahlen bringen. Und wir haben hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein 8er Boden im Bereich von 160. Der gilt noch nicht, also nach meinem Dafürhalten nicht gebrochen bei 159,5. Aber so ab 158 muss man davon ausgehen, dass der als gebrochen gilt. Und dann wäre das nächste Ziel hier dieser Bereich um die 147. Ich runde leicht. Das MACD ist völlig ohne Aussage momentan. Da können wir wirklich, das bringt überhaupt nichts. Das ist mehr oder weniger eine ausgedehnte Seitwärtsphase, ähnlich wie beim DAX-Index selbst. Die Stochastik gilt mit 21 noch nicht einmal als überverkauft, ist aber in einem ziemlich tiefen Bereich. Ein Kaufsignal habe ich momentan gar nicht. Und für ein Verkaufssignal ist es eigentlich schon zu spät. Die gab es hier oben, als wir auch hier einen ziemlichen Boden unterboten haben. Das heißt, das Risiko, und das fängt bei mir an, unter 158, ist der Bereich von 147, kurzfristig. Und das Risiko nach oben, wenn Sie es so wollen, ist über der 170, geht dann hoch wieder bis zur 200-Tage-Linie, rund 180. Dann wären wir auch hier an dieser Make-or-Break-Line, ja, an dieser Abrisskante. Das würde auch passen. Im Moment erachte ich das als eine 50-50-Chance. Aber man kann sich darauf vorbereiten. Ich denke, der Wert ist besser über 171,5 und ist schlechter unter 158,5. Und da gibt es dementsprechend auch Scheine für. Ich gehe hier auf dem Tool, ich bin Mac-User, mit beiden Fingern auf die Maus und hole mir in diesem Fall diese K.O.-Produkte. Ich bin der Meinung, dass ein 15er Hebel reichen muss. Dieser Schein hier kann ganz interessant werden für den Fall, dass wir die 171,5 rausnehmen. Momentan ist das ein 15er Hebel. Hat die Kennnummer Heinrich Wilhelm 0. Ludwig 6 Wilhelm, HW0L6W. Der ist nur dafür gedacht, dass wir die 171,5 rausnehmen sollten. Nur dafür. Das ist es, den können Sie sich gerne auf die Watchlist legen und jetzt schon anschauen. Aber er liegt oberhalb des eben beschriebenen 61,8er Retracements von Fibonacci. Das war ja bei rund 147 und er liegt oberhalb. Das heißt, dieser Schein ist wirklich nur dafür gedacht, dass der Wert nach oben ausbricht, dass die Zahlen so hammermäßig gut sind und vielleicht in der Wahl irgendetwas passiert, was die Märkte insgesamt ziemlich anschiebt. Dann ist dieser Schein dafür gedacht. Er ist nicht dafür gedacht, die Hand aufzuhalten, wenn der Wert unter die 158,5 geht. Das ist eine ganz klare Ansage. Bei dem Putz kann ich mit dem gleichen Hebel arbeiten. Da komme ich nämlich hier auch beim 15er Hebel im Moment auf die 171,48. Da sind wir eben etwas drüber. Und dieser Put mit der Kennnummer HR1YLM, Heinrich Richard 1Y Ludwig Martha, ist auch nur dann gedacht, wenn wir die 158,5 nach unten rausnehmen. Auch hier, es ist kein, ach, der Markt steigt, ich halte mal dagegen Schein.
Ich meine, dass diese Range, die die Allianz hier zeigt, zwischen 160 und 170, ich runde leicht, ja, was auch gleichzeitig die Bänder sind, das untere und das obere Band, dann wird spannend und der Wert ist für 10 bis 20 Euro in die jeweilige Richtung gut. Das ist also wirklich ein auf die Watchlist-Pack-Schein oder Scheine. Es ist keine, ich habe kein Signal im Moment. Aber da muss man einfach mal gucken, dass man schnell ist und sich vorbereitet hat. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.